Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, unsere Reise geht weiter. Wir sind auf dem Pamir oben und fahren erstmal nach Alichur, ein kleines Dorf weit hoch oben. Und dann nach Murgab, ebenfalls ein Dorf. Und danach geht es auf dem Pamir Highway. Der ist fast 4700 Meter hoch. Ja, und da nehme ich euch mit. Also viel Spaß beim Schauen. Wow, der Bullenkuhl ist heute wie ein Spiegel. So geht's auch mit dem Motorrad hier die Gegend erkundigen. Das ist der Christian. Hier am See hat ein ehemaliges, wahrscheinlich Café. Und da gibt's jetzt solche Fenster. Und aber auch solche Fenster aus ehemaligen Flaschen. Oder solche Fenster. Vario Nummer 1 startet. Auf 3,57. Naja, der kommt. Ja. Jetzt kommt Vario Nummer 2. Läuft. Wieso? Bremsreiniger ist die Lösung. Und zwar habe ich diese Schraube hier gelöst, die hier, und da Bremsreiniger reingespritzt. Sie ist immer noch los, jetzt ziehe ich sie wieder an. Dann läuft sie sofort. Wir sind wieder unterwegs. Wieder alles zurück. Ach, ist das schön, mal Gas geben, weil ich alles waschbrett, sonst hier dieses Stück nicht, hatte ich Glück. Wir brettern über die Pamir Autobahn. Das ist jetzt mal eine Freude, so schnell konnten wir bisher nie fahren. Wir haben es geschafft. Das waren das etwa 15 Kilometer Piste. Was für eine tolle Straße hier. In Europa würden wir uns aufregen, wie schlecht die ist. Aber Nein. Hier verändern sich die Relativitäten echt. Das ist ein Traum, diese Straße, im Gegensatz zu dem, was uns sonst gefällt. Das ist eine tolle Strafe. Strafe? Nein, Straße. Wirklich eine gute Straße hier. Kleine Hunde vor großem Panorama. Jetzt sind wir hier ganz weit oben. Kaffeepause und das ist hier mal großes Kino. Ja, und wir müssen natürlich mega dankbar sein, denn wir haben hier echt Königswetter. Auf dem Pamir könnte es natürlich auch ganz anders aussehen. Nebel und Gewitter oder Schlamm und so weiter. Und wir haben es echt getroffen, das Wetter. Schöner blauer See da oben auf 3,5, 3,6. 3,850 sogar schon, und das ist der Rabat-Sasse. Cool See, der hier so spiegelt. Vorne steht der Campingauflieger vom Wasim, den haben wir da schon mal überholt oder ein paar Mal getroffen. Der hat ein Radlagerproblem, und zwar ein deftiges, dem ist die ganze Achsschenkel rausgefallen, der musste sein Auflieger da hier lassen, um das Auto dann auf einen Schlepper zu ziehen. Da fahren viele Lastwagen, LKW durch als Schlepper. Ein Einheimischer sollte es bewachen. Sein Motorrad ist da, aber er, keine Ahnung, wo ist. Guck mal, vielleicht ist er drin und schläft.
Ja, da hat er einen Zettel in die Windschutzscheibe und da steht wohl eine Information drauf. Es sollte auch eine Bewachung von Einheimischen hier gemacht werden. Und wer weiß, vielleicht wohnt er da drin. Aber im Moment sieht es jedenfalls noch gut aus. Das Ding ist noch hier tipptopp in Schuss. Also hier sind noch die Reste vom Radlager, sodass eigentlich das ganze Rad von der Achse abgefallen ist und das Fahrzeug manövrierunfähig war. Vielleicht kommt der Typ, der diese Kabine bewachen soll, ja irgendwann wieder. Aber ich denke mal, dass sie das hier gar nicht so ernst nehmen mit so einer Verpflichtung. Obwohl sie, glaube ich, sogar bezahlt werden dafür. So, die Hunde haben ihn entdeckt. Der Wächter ist doch da. Er kommt gerade. Hier ist er. Er soll auf das Fahrzeug aufpassen. Und da sitzt es, ja. Den kennt er bewusst, weil die Nacht fährt ja eigentlich nicht mehr. Schlimmer Rocco, da steht auch einer da für wenig Geld. Da unten ist Alicur, unser Zwischenziel zum Übernachten. Eigentlich schon speziell in dieser weiten Ebene, einfach dieses kleine Dorf da unten. Das ist mal eine andere Welt, dieses tadschikische Pamir-Dorf. Also hier gibt es eine Handpumpe, aber da fließt das Wasser natürlich nur bedingt. Da kommen wir jetzt irgendwie gerade doch an unsere Grenzen mit unseren Riesentanks. Hallo. Und der junge Mann ist neugierig hier. So sieht das aus, wenn man hier shopping geht. Also das ist der einzige Laden hier. Das ist das Innenleben dieses Geschäftes. Wie viel Brot kochen wir? Das ist die Dame. So, und wir stellen fest, Snickers gibt es auf der ganzen Welt. Ja, die schmecken immer gleich. Also die Lösung ist gefunden mit dieser Konstruktion. Und die Jungs pumpen hier fleißig für uns Wasser. Jawohl, prima. Und während wir hier das Wasser befüllen, ist das Dorf fast hier da. Naja, ein paar von dem Dorf gucken uns zu, was wir hier so treiben. Und während man sich so das Wasser teilt, kann man auch ein kleines Schwätzchen halten. Die holen sich hier Trinkwasser vom Dorf und es scheint echt gutes Quellwasser zu sein, aus der Erde. Ein bisschen für den René und wieder ein bisschen für den älteren Herrn. Die Leute müssen hier das Wasser echt nach Hause schleppen. Tja, da haben wir es noch schön, du. Jetzt filme ich mal von der Hauptstraße vom Pamir Highway so in diese Dorf hinein. Die Menschen leben weit voneinander, relativ weit voneinander entfernt. Es ist natürlich alles sehr für unseren Begriff öde, aber es ist eben hier so. Für uns interessant, spannend, fremdländisch. Hier mal ein kurzer verstohlener Blick in einen Innenhof. Ja, und so kann man auch Ziegenweidenzäune bauen. So, René, wie viele Liter sind denn schon drin? Hm? Sag mal, etwa. Sport auf 3800 Meter. Okay, jetzt kommt die Ablöse, jetzt pumpe ich mal. Ah, jetzt reicht's, wir können die. Schneeberge. Und ein rauschendes Bächlein hier auf dem Pamir zu übernachten. Was will man mehr? Das sieht heute aus wie ein Tag Urlaub. Unsere Nachbarn sind eine gemischte Kuhherde. Und im Frühjahr werden ja hier die Kälber geboren. Und natürlich die Yaks, Baby-Yaks. Und natürlich sind sie bestens angepasst an dieses Klima hier. Die Hörner sind noch ganz klein bei den Jungen, aber diese Wolle, die ist ganz dicht. Ja, und so sitze ich hier vor dieser
ruhigen, entspannten Kälbergruppe, die hier an diesem schönen Sonnentag heute noch Fußwellness, denn dieser Bach hier, der von den 7000ern tatsächlich kommt, ist aber total warm. Es muss eine heiße Quelle geben. Und ganz in der Ferne noch ein paar weitere 7000er. Frühmorgens um 6 Uhr werden hier die Kühe von den Frauen auf die Berge getrieben. Es ist ein schöner Morgen, wieder traumhaft. Jetzt stehe ich gerade vor einem Homestay in Alichur und da gibt es etliche Biker, die natürlich hier auch mal irgendwo übernachten müssen und hier dann verbleiben über Nacht. Allgegenwärtig ist hier immer der Präsident an allen offiziellen Gebäuden, hier vermutlich des Ortsvorstehers, Bürgermeisters. Interessant, hier gibt es ein School Feeding Program. Vermutlich essen die Kinder hier in der Schule. Begleitet werde ich wieder von Straßenhunden. Und eine Form der ärztlichen Versorgung haben sie auch hier. Hier vor der Schule ist auch der Sportplatz in der Weite des Dorfes. Und hier ein Blick auf die Moschee, denn der Ort hat nämlich sogar eine eigene Moschee. Jetzt nochmal ein Blick von der Schule über eine kleine Fabrik in die Dorfstraße und zu den Häusern der Menschen. Das sind ganz junge Yaks, Yaks. Was gibt es Schöneres als mit Tieren zusammenleben an diesem wunderschönen Ort? Hinten. So, unsere Reise geht weiter. Also wir haben jetzt wirklich hier wunderschöne Tage gehabt. Also schön aus. Ja, super Ort hier. Das Dorf ist ganz niedlich, die müssen Wasser noch mit Eimern holen, alle zusammen, leben sehr, sehr einfach. Der Name des Dorfes ist Alichur und da fahren wir jetzt raus. And then tomorrow going to Kalapur? So, wir haben eine Anhalterin aufgenommen, die hat da ziemlich signifikant uns gestoppt. Ja, jetzt nehmen wir sie mit. Where are you come from? Ah, I'm from Korea. Korea, okay, yeah, South Korea. Yeah, you guys from? I'm from Switzerland and she from Germany. So this car is from Swiss? Yes. Yeah. Awesome. And the dog also. Der Haus seit 25 Kilometer und eine Jurte. Das sind die wahren Helden. Immer wieder sieht man so Fahrradfahrer. Der hat nicht viel Gepäck. Im Moment ist die Straße wieder gut. Das ist aber nicht immer so. Manchmal ist sie ziemlich kaputt. Ein LKW mitten auf der Straße. Einer wird ja wohl fahren können. Jawohl, jetzt bewegen sie sich. Wir schaukeln jetzt also über den Naisatash-Pass hier bei 4100 Meter etwa, bei mäßigem Wetter und zu sechst in der Kabine. Die Crystal reist mit, Angie, die Kiki, die Ayla, ich und der René. Da wird es ganz schön eng. Full House. Also René, du hast jetzt hier fünf Frauen an Bord. Wie ist das so? Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. So viel Weiblichkeit kann man gar nicht verkraften, gell? Fahrpass 4150 etwa. Aber jetzt geht's wieder runter. Also die Straße ist wieder grottenschlecht, zusätzlich Wasser in den Löchern, man weiß nie, wie tief die sind.
Die Straße fordert ihr Tribut, Reifenplatzer. Da vorne fährt der Christian und die Elke aus Österreich mit ihrem Style to go. In Afrika und vom Sport. Eine riesen Fahrradgruppe. Noch 18 Kilometer bis Koruk. Murgab. Und die Landschaft ist ganz spannend, denn hier gibt es ganz viel Erosion auch und wieder grün natürlich. Große Flüsse zum Durchfahren. Man weiß nie, ob ein Loch kommt. Genau, das ist das. Bis jetzt nicht. Und die nächste Pfütze. Kein Loch. Das ist der Schneeleopard, oder? Der da sitzt. Ja. Mittlerweile hat sich die Landschaft geändert und wir stehen hier vor einer zerklüfteten Landschaft mit Felsabbrüchen, Tälern und sieht echt spannend jetzt aus hier. Den Hunden gefällt auch. Also das habe ich jetzt nun wirklich nicht erwartet. So einen Canyon hier. Großartig. Krass. Boah, Hinji, was sagst du dazu? Ist das nicht gigantisch hier? Da hinten sogar noch ein kleines Dorf, ehemals aufgelassen. Und noch einen Blick in diese schöne, zauberhafte Landschaft. Voller Erosion. Der Fluss hat hier seinen Weg gegraben. Also dieses Akbai Hamantal, das beeindruckt jetzt mich wirklich. Es hat auch lauter so pfeifenartige Felsabwaschungen. Jetzt geht's in diese Schlucht runter. Oh, da ist grün. Hier ist es ja schon mal, da ist ja ganz anders. So, hier ist ein Kontrollposten. Willkommen in Murbach. Da hinten ist sie, die 6400 Einwohnerstadt. Jedes Haus hat einen kleinen Innenhof. Also hier sieht es mal erstmal krass aus, lauter Container. Das Ganze wird ja hier mal irgendwann richtig Zentrum des Handels werden oder war es auch jetzt schon. Aber das wird sich noch verstärken mit einer neuen Seitenstraße von China. Und hier sieht es jetzt schon sehr nach Handel aus. Ich erlaube mir mal einen kurzen Blick hier vor dem Pamir Hotel in die Jurte. Die ist super schön und bunt innen. So sieht eine Jurte in Tadschikistan von innen aus. Und das ist sie von außen und dahinter das Pamir Hotel, das uns jetzt hier fließend Wasser gibt. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an den gestrandeten Camperaufbau. Und jetzt sind wir hier dort, wo das Basisfahrzeug steht, denn da fehlt das Rad. Man versucht jetzt, hier zu organisieren, aber es ist schwierig in Murgab Ersatzteile zu bekommen. So sieht jedenfalls der Pickup aus. So, jetzt wird mal besprochen, was hier fehlt, was da ersetzt werden muss an den Achsen. Da. Und das ist die Stelle, wo der hier rankommt. Ja. Okay. Der kommt hier. Also den kannst du verwenden. Ja. Es ist jetzt ein bisschen. Ja, also ich glaube, das Set ist sechsteilig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Mhm. Und die äußere Lagerschale, ja. Ja, klar. Ja, den haben wir schon alles. Und ABS-Sensor so müssen wir noch ersetzen, der wurde auch mitgeschreddert. Die sind sogar symmetrisch, ja? Rechts und links, ist genau dieselbe. Ja. Also brauchst du weder rechts oder links. Mhm. Falls, also wenn jetzt die ersetzen willst. Ich habe angehalten. Ja, Prüfung. Das sieht gerade aus. Und ich musste so minimal zurückrollen. Mhm. Und dann haben wir es rausgeholt. Wir hatten so ein leichtes
an der Hinterachse. Okay. Und wir haben immer eine ABS-Lampe. Oder ab und zu eine ABS-Lampe. Ja, musst halt das Spiel kontrollieren am Rad. Genau. Wenn du ihn aufbockst oder nicht mal aufbockst, wenn du es so machst. Ja, das war der Fall. Und dann haben wir gesagt, dann. Und wenn das wackelt, dann nicht. Ja. Wir ändern jetzt auch die Sensoren hinten für ABS. Weil wir haben die von vorne schon geändert. Stimmt, noch eine Sache, wo du dein Fachwissen mir leihen kannst. Sagst, da im Internet steht, dass man die sauber kriegen muss. Ansonsten kann dadurch zu viel Druck in der Achse entstehen. Ja. Ist das dieses Bovele da, was ich hier oben sehe? Oder? Okay. In der Achse. Jetzt ehrlich gesagt nicht. Das da unten ist der Marktplatz sozusagen, der Containermarkt in der Abendsonne. Heute Abend in Murgab gehen wir ins Gasthaus Erali zum Essen, treffen dort auch Freunde. Obligatorisches Schuhe ausziehen am Anfang. Hier die große Runde. Und ein verstohlener Blick in so ein Gastzimmer, sind Mehrbettzimmer. Hier im tadschikischen Stil ganz anders. Schön gemacht. So, Foto und auch Besprechung nochmal des Unfalls von Wasim. Es ist morgen früh, ich habe mal ausgeschlafen, 9 Uhr. Und die Frauen hier sind alle sehr fleißig am Auto waschen. Und die Kinder natürlich bei uns. Das ist mal ein spezieller Markt, der ist nämlich nur aus Container bestehend. Hier geht es dann rein. Ich kaufe jetzt hier mal Joghurt in der Milchjurte. 500 Gramm in den Eimer gefüllt. So sieht das aus. So, jetzt läuft, kann ein bisschen dauern, kostet nur 5 Moni. Jetzt habe ich hier mal Gemüse eingekauft. In diesem Container hier. Auch hier wird gemessen und abgewogen, das Gemüse. Wir fahren jetzt weiter. Ein bisschen Offroad da. Wir müssen nämlich auf die Hauptstraße hoch. Friedhof vorbei. Wieder die Gruppe Fahrradfahrer.
Unser Übernachtungsplatz ist hier unten am Fluss und da ist auch der Grenzpufferzaun nach China rüber, da auf der anderen Seite. Und hier hinter mir ist eine alte Karawanserei, nicht mehr in Betrieb, aber hier gingen früher diese Händler mit ihren Kamelen, haben hier übernachtet und wurden verköstigt. Wir gehen mal rein und gucken uns da um, wie das so aussieht. Zwei große Räume, noch einer. Geht hier weiter, gibt keinen Durchgang, der wurde zugemauert. Wieder ein Raum, ich glaube, das ist fürs Vieh, für die Pferde und die Kamele, glaube ich. Und das hier ist dann wohl der Hauptraum. Ja, es könnten auch alles Schlafplätze sein. Also, es zerfällt hier, aber es hat mehrere solche Räume. Und der Vorplatz hier, da sind wohl die Tiere drin gewesen und die Leute haben im Haus geschlafen, schätze ich mal. Morgen früh um 6:30 kamen die Militärjungs zu uns, aber nicht, weil sie unsere Pässe sehen wollen, sondern weil sie offenbar einen Platten haben und pumpen wollen. Da rechts liegt immer noch Schnee. Wir fahren ja jetzt auf 4700 Meter hoch. Hier zieht die Erde extreme Wellen. Die haben hier Erdverschiebung. Wir sind auf 4200 Meter hoch. Weites Land, große Talebene. Wir fahren am 5.500er vorbei. Bursch, vermutlich, keine Ahnung, was da steht. Fünfundfünfzig geht es da hoch. 4.550 haben wir erreicht. Kämpft sich den Pass hoch, aber er läuft gut. Leistung ist gut. Eine enge Stelle, oh je. Da könnte ich da besser mal die Sperre reingemacht. Jetzt wird es auch noch nass. Okay, ist gegangen. Wir sind jetzt schon auf über 4600, so hoch war ich und auch der Mario und die Hunde und auch du vermutlich noch nie. He? Nein, noch nie. Höchste Stelle ever. Jawohl, hier ist die Passhöhe.
Ich habe es geschafft. Der Wari hat es geschafft. Das ist der Wahnsinn. Hey. So geil, da kommt gleich eine Schafherde über den Pass. Wir sind nicht die Einzigen. Was für ein Glück wir haben, ey. Ja, wir haben es alle geschafft. Die Varios sind da tapfer hochgefahren, war kein Problem, kein Rumzicken, alles gut gegangen. Ja, und im nächsten Video nehme ich euch dann mit, dann geht's nämlich runter und dann nach Kirgisistan. Okay, schön wart ihr dabei, hebt den Daumen hoch und wenn ihr einen Kaffee spendieren wollt, unten ist ein PayPal-Link noch so gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.